Ja, hallo zusammen. Willkommen bei einer weiteren Runde Grim Dawn. Es ist Sonntagmorgen. Ich habe gestern nichts geschafft irgendwie, aber gut. Ich nehme jetzt für die nächste Woche auf. Ich wollte zuerst auf Hinweis eines werten Zuschauers nochmal ein Update von meinem Bild machen. Das werde ich wohl dieses Wochenende nicht mehr hinkriegen. Heute nämlich auch relativ viel zu tun. Und von daher werde ich das auf nächste Woche verschieben, denke ich mal, wenn es die Zeit dazu lässt. Wobei, das sollte an sich klappen, denke ich mal. Ich habe jetzt ja erstmal Grim Dawn Ich habe jetzt erstmal Wilson eingestellt, weil ganz ehrlich, das wurde mir jetzt auf Dauer zu langweilig, immer dieselben Level durchzurennen, nur um aufzusteigen. Und bei Level 20 ist bei Wilson dann in der Alpha auf jeden Fall erstmal Schluss und die Beta, man weiß noch nichts Genaues, wann sie kommt. Das Grim Dawn Add-on wird jetzt diesen Monat im März kommen, laut Aussage der Entwickler. Ein genaues Datum kann ich noch nicht nennen. Haben die lieben Damen und Herren auch nicht gemacht. Sie sagen nur März. Das ist natürlich ein Muss. Wobei ich mir noch nicht ganz so im Klaren darüber bin, ob ich, oder wie ich es dann mache, weil ich Alt-Erdelini natürlich auch nicht im Regen stehen lassen möchte. Ist, denke ich mal, klar. Ist mir ans Herz gewachsen über all die Folgen oder Wochen, Monate, die ich sie jetzt spiele. Deshalb bin ich am Überlegen und da wäre ich auch sehr dankbar für Hinweise durch euch. Ich werde auf jeden Fall einen neuen Char anfangen. Völlig klar, völlig deutlich. Oh, wer bist du denn? Hallöchen. Autsch. Was war das denn jetzt? Ja. Kann man haben. Muss man aber nicht. Was war das denn jetzt für eine Nummer? Bin jetzt gerade etwas durch den Wind. Was wollte ich sagen, während ich jetzt in Richtung dieses Arschloches gehe? Ich wollte sagen, dass ich mir noch nicht so ganz im Klaren darüber bin, wie... Ach, Jungs, ey. Ich habe keinen Bock auf euch. Ist das klar? Was hat der denn eben für einen Schaden? Das war ja fast One-Hit. Ja, ja, genau. Das war ja fast One-Hit, was der Penner da mit mir gemacht hat. Ja, genau. Ach ja, ist ja gut. Alles klar. Geh mir nicht auf den Sack. Können wir jetzt einmal weitergehen? Danke. Genau, ich war am Überlegen, wie ich das regel. Also entweder ich streame das neue Add-on nur, mach da einen neuen Char oder wechsel mit Alt-Erninine in den Stream. Macht da irgendwie einen festen Wochentag. Wobei zwei da schon mal ausfallen, nämlich der Dienstag und der Donnerstag. Und würde dann Alt-Erneline weiter im Stream spielen und dann entsprechend den neuen Char, den ich auf jeden Fall auf Elite starten werde. Ich werde das jetzt nicht nochmal komplett auf Normal durchspielen. Das wird nicht passieren, das geht jetzt ja mit dem letzten Update, wie auch immer. Da ist der Arsch, ich mach mal lieber ein Portal auf. Und werde erstmal kurz zu Ende erzählen. Also, wie gesagt, entweder Alt-Erneline nur noch im Stream und den neuen Char im Let's Play oder andersherum. Da gerne von euch Kommentare unter das Video, wie ihr das gerne haben mögt. Ich werde natürlich den Stream dann auch auf jeden Fall immer auf hier auch hochladen. Bei YouTube. So, und das Zweite, was ich mir wünsche, ich habe einen Wunsch an euch, wäre, dass ihr entsprechend hier mal eine kleine Abstimmung macht, was ihr euch dann, welche Kombination, welche Klassenkombi ihr euch wünschen würdet für einen neuen Char. Da bin ich völlig offen. Und ja, schreibt es mir einfach in die Kommentare, damit ich weiß, was ihr euch wünscht, welche Kombination ihr da gerne sehen würdet, dann entsprechend.
Es sollte schon eine sinnvolle Kombination machen. Es gibt natürlich, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt bei Grimdorn unsinnige Kombinationen gibt, bin ich mir nicht so sicher, nehme einen Schluck Kaffee. Wie auch immer. Bitte in die Kommentare. Erstens, möchtet ihr Alt-Erlini dann im Stream sehen und den neuen Char dann entsprechend im Let's Play? Und zum Zweiten, welche Klasse haltet ihr für sinnvoll? Alter, der ist böse, der ist richtig. Alter Sack. Der ist richtig. Hau ab. Mach dich vom Ackerpenner. Ja, der ist echt böse. Lass den Scheiß. Alter, der trifft mich einmal. Und mein Leben geht gleich mal dezent den Bach runter. Nein, nicht da in die Ecke. Nicht da in die Ecke. Alter. Sorry, aber den werde ich nicht schaffen. Das sehe ich nicht. Das sehe ich absolut nicht. Nein, nein, nein. Hau ab, du Penner. Hau ab, du Penner. Stunden später. Verzieh dich. Verzieh dich, du Penner. Das ist Hit and Run gerade. Das ist echt ein böses Arschloch. Alter, haust du ab? Oh Mann. Oh Mann, nicht nett. Oh Mann. Ja, ist mir schon klar. Alter, wie böse ist der denn? Stunden später, ich glaube, das werde ich nur so überleben. Also das ist mal so klar wie nichts. Anders werde ich es nicht überstehen. Oh, 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 Burschi. Hau ab, du Penner. Nicht auf die Schnelle sehen. Oh, Mann. Habe ich überhaupt genügend Heiltränge für die Nummer? Das ist jetzt mal echt böse. Hau ab. Oh Mann. Ist der eklig. Oh, 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 nein, 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 komm. Bitte die 9. Alter, war das knapp. Was ist das hier eigentlich? Die 4. Bin ich da irgendwo. Hä? Was ist die 4 denn jetzt? Wo kommen die her? Der Typ ist scheiße. Ich muss da weg, ich muss da weg. Alter, ist der Macker scheiße. Oh. Oh. Verzieh dich. Hau ab. Ich krieg den auch nie down. Im Leben nicht. Im Leben krieg ich den nicht down. Ja, ist schon klar.
Oh. Ja, ist ja gut. Oh Mann, tut mir leid, Leute. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das euch so in seiner Gesamtheit zeigen möchte oder antun möchte. Offen gestanden nicht, Gefühl. Ich kann immer nur hoffen, dass die 2 bereit ist, damit er, der Penner, hau ab jetzt, damit er den Schaden kriegt, den er bei mir verursacht. Anders wird das nicht funktionieren. So, und jetzt ist es wieder an der Zeit, weg zu sein. Ach komm, gib mir Leben, ey. Nein, 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 nein. Ich muss da weg. Ich muss da weg. Ich glaube, ich werde das schneiden, weil das ist für euch, glaube ich, mal eher Fahrt. Schild an, einmal aufs Maul und wieder weg. Ja, ihr guckt euch das an. Der haut einmal zu. Und dann sehe ich alt aus, ey. Meine Resistenzen sind so schlecht nicht, was auch immer er für Schaden jetzt macht. Das konnte ich auf die Schnelle echt nicht sehen. Ihr Lieben, ich werde dann jetzt hier mal abbrechen und das weiter versuchen im Hintergrund, also ohne es aufzunehmen. Ihr seht ja selbst, was die Herausforderung ich da habe. Und sage dann bis zum nächsten Mal bei Grim Dawn. Tschüss. Vielleicht mit einer lebenden Alternilin oder mit einer erneut toten Alternilin. Auf jeden Fall ist der Typ böse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.